Bist du auch Dienstleister, IT-Dienstleister vielleicht sogar, Softwareentwickler, Berater, Agenturinhaber? Ja, dann bist du hier genau richtig auf meinem YouTube-Kanal. Hallo, grüß dich, falls du mich noch nicht kennst. Mein Name ist Thomas Klein. Ich bin Experte für die Neukundengewinnung B2B, Positionierung und auch Skalierung von IT-Businesses. Meine Kunden sind in der Regel von ganz klein, Solopreneur bis zu mehreren Mitarbeitern, bis hin zu mehreren hundert oder sogar tausenden von Mitarbeitern. Der größte Kunde war bis jetzt 1500 Mitarbeiter, eine IT-Tochter von einem großen Konzern. Ja. Und deswegen bist du hier genau richtig und weil ich natürlich schon eine ganze Menge Erfahrungen mitbringe. Und in diesem Video möchte ich jetzt einfach mal eine Sache betonen, ist sozusagen die Herangehensweise an das ganze Thema. Also letztendlich auf einer Metaebene. Und das Thema Re-Engineering einfach mal ansprechen. Also ich sehe halt häufig, dass Leute einfach versuchen, rausgehen zu in den Markt und sich zu präsentieren, ihre Dienstleistungen, ihr Produkt und so weiter. In der Regel ist es ja so, wie werde ich denn selbstständig? Habe ich ja auch schon jetzt mehrere Videos gemacht. Oder wie mache ich denn, das ist ja letztendlich ein Werdegang. Also in allerseltensten Fällen, es sei denn, du bist bereits Tochter oder Sohn eines großen Unternehmerfamilie, ja, das sind ja die allerwenigsten, die hier zumindest auch in meinem YouTube-Kanal dabei sind, sondern es sind in der Regel, ja, es sind eine Menge Mitbewerber, die mittlerweile andere Vertriebler und so weiter, die meinen YouTube-Kanal schauen, aber es sind auch immer wieder IT, also meine Zielgruppe ist auch dabei, also Softwareentwickler und IT-Berater, und in der Regel ist es ja so, das Ganze funktioniert über Zellteilung. Also das heißt also, du bist letztendlich ein kleines Kind. Zuerst bist du mal ein Samenkorn, dann bist du ein kleines Kind, ja, dann gehst du zur Schule. Irgendwann interessierst du dich für Computer. Die meisten meiner Kunden haben dann irgendwie, wenn sie, sag mal, schon 12 oder wie ich auch damals mit Commodore 64, ne, irgendwelche Sachen gemacht und so weiter. Und Atari und so weiter. Ne? Also ich bin schon etwas älteres Semester. Und bei dir ist es halt heute, sind es halt heute andere Sachen. Aber letztendlich, du interessierst dich für das ganze Thema. Ja, bist vielleicht sogar in der Schule gar nicht mal so richtig mit dabei, weil du die ganze Zeit immer nur um den Computer nachdenkst und hast vielleicht sogar schon deine ersten Jobs, wenn du irgendwie Teenager bist. Und irgendwann, es gibt natürlich auch die Sachen, wo man sich dann irgendwie sofort in die Selbstständigkeit begibt, aber viele machen halt erstmal doch noch, sind so vernünftig in Anführungsstrichen und machen irgendwie eine Ausbildung, machen irgendwie Praktikas, machen Universität, so wie ich eben auch dann noch und letztendlich machen vielleicht noch einen Master oder gehen ins Ausland oder holen sich einfach Erfahrungen als Angestellter mehr oder weniger. Und dann werden sie irgendwann selbstständig in der Regel und dann werden sie irgendwann Unternehmer. Ja? Und letztendlich die meisten der arbeitenden Bevölkerung ist eben Angestellte, dann eine Submenge daraus, also eine Subset, eine Teilmenge daraus wird dann Freelancer, eine Teilmenge daraus wird dann Unternehmer mit ein paar Mitarbeitern und nur eine ganz kleine Teilmenge daraus eben dann Großunternehmer. Und das ist ja auch anders gar nicht möglich, weil die Großunternehmer leben ja wiederum von einer ganzen Menge von Angestellten und Freelancern. Und Freelancer leben dann wieder von anderen Freelancern und Angestellten und so weiter. Das heißt, es ist ja, dass das so eine Pyramidale ist, das ist ja notwendig, damit dieses ganze System überhaupt funktioniert. Also hier auch an der Stelle mal Achtung an all diese Coaches und da draußen und so weiter, die irgendwie die komplette Bevölkerung von irgendwie von Deutschland zum Beispiel, die komplette Arbeiterschaft irgendwie bekehren wollen, ja, sich selbstständig zu machen, ja, oder Unternehmer zu werden und Leute einzustellen. Wenn die das alle machen würden, dann gäbe es ja niemanden mehr, den man einstellen könnte. Ja. Also das heißt, das Ganze, und jetzt magst du sagen, ja, aber der Markt ist so groß. Wenn ich 50 oder 100.000 Follower habe, dann ist es schon signifikant und man muss sich mir schon sehr überlegen, was ich da so kommuniziere. Ja? Also es ist nicht so, dass gewisse Märkte ewig groß sind oder unendlich groß sind. Das ist nicht, definitiv nicht der Fall. Also unendlich groß sind die allerwenigsten Märkte. Ja? Es gibt große Märkte, mittelgroße oder kleine, aber insbesondere wenn wir dann sozusagen wenn wir über das Thema Positionierung reden, ja, dann reden wir eben über Nischenthemen und so weiter. Ja. Und dann sind die Märkte sehr, sehr schnell, haben dann auch eine Obergrenze. Ja. Also, nur mal so viel dazu. Also, jetzt nochmal dieser Gesamtüberblick und jetzt nochmal das Thema Re-Engineering. Einfach, ich möchte dieses Video einfach mal dich wachrütteln, dass
du, wenn du herangehst, weil die erste Frage, die du dir stellst, und das ist auch, weil die Leute alle zu mir kommen, das ist auch, weil mein YouTube-Kanal Neukundengewinnung heißt, ja, es ist immer letztendlich, wo kommt mein Kunde her? Wie komme ich an einen Kunden ran? Ja, was mir bis jetzt immer abgenommen wurde über ein Konstrukt, das Unternehmen heißt, ja, oder ein Konstrukt, das Vermittlung heißt, Personalvermittler, Webseiten, freelance.de, freelancemap, freelancer.de, was weiß ich alles. Ja. Also es gab irgendwie ein Konstrukt, also eine Unternehmung, ja, eine Einheit, die für mich die Arbeit erledigt hat, mir Aufträge zu verschaffen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich das mal selber aus eigener Kraft machen möchte, beziehungsweise aus dem eigenen Portemonnaie heraus, aus der eigenen Zeit, Geld, Energieschiene raus. Ja. Und jetzt gibt es natürlich diverse neue Fähigkeiten, die ich vielleicht erlernen muss, beziehungsweise mir neue Leute holen muss, die das können, beziehungsweise von externen Berater oder Coaches wie uns oder auch Agenturen, die darauf spezialisiert sind, hier sozusagen Impulse zu setzen, beziehungsweise mich operativ zu unterstützen, beziehungsweise mich mal ein Stück des Weges zu begleiten, vielleicht sogar über mehrere Jahre und so weiter. Also all diese Themen, die ich ja vorher gar nicht benötigt habe, weil mir immer alles in den Schoß gelegt wurde, ja, also über Freelance-Plattformen oder halt als Angestellter. Ja, jetzt komme ich eben auf diese ganzen Themen zu. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass ich das Prinzip von Re-Engineering verstehe. Was meine ich damit? Also, ich habe das Ziel, und das sind Sales Qualified Leads, direkt zu gewinnen. Das heißt, Unternehmen, die mit mir zusammenarbeiten wollen, die also letztendlich das Budget haben, die wissen, dass sie ein Problem haben, sie wissen, das Problem muss gelöst werden, sie wissen, das Problem muss eventuell mit externen Dienstleistern gelöst werden. Die Gründe dafür mache ich mal in einem anderen Video, aber können wir auch gerne eins zu eins besprechen in meiner Strategie-Session. Hierzu würde ich dir wirklich empfehlen, einen Link zu holen bei uns, ja. Denn da sind natürlich auch wirklich echte Nuggets dabei, die möchte ich jetzt nicht einfach so ausplaudern. Warum? Weil ich würde mal sagen, 40-50% der YouTube-Abonnenten, die ich habe, sind halt Mitbewerber. Ja? Und das sind alles Sachen, die habe ich mir über Jahre hinweg erarbeitet. Und deswegen hol dir, wenn du aus der IT-Branche, also wenn du meine Zielgruppe tatsächlich bist, hol dir einfach einen Link und dann können wir face-to-face gerne uns mal unterhalten, gar kein Problem. Aber hier mal so auf der Oberfläche, na, ich gebe hier also hier auf YouTube nur Sachen raus, wo mir es egal ist, wenn es ein Mitbewerber hört. Und dann die richtigen Nuggets, die gebe ich dann eben in den Strategie-Sessions raus. Ja? Zuerst mal eine halbe Stunde gratis und dann eben auch entgeltlich. Ja? Also, und es geht letztendlich darum, dass du dir zum Beispiel Gedanken machst, okay, was ist denn mein Endgoal? Mein Endgoal ist zum Beispiel eine gewisse Umsatzgröße. Mein Endgoal ist zum Beispiel eine gewisse Portfoliogröße. Mein Endgoal ist zum Beispiel eine gewisse Customer Range. Also ich will, sagen wir mal, bestimmte Leute mit bestimmten Firmen zusammenarbeiten, die in einer ganz bestimmten Branche sind, die eine ganz bestimmte Unternehmensgröße haben oder eine Variation daraus. Ich will, sagen wir mal, zwei, drei kleine und ganz bewusst nur einen großen, also um mein Risiko zu verteilen. Also was will ich denn in ein, zwei, drei Jahren? Wie will ich denn konkret, wie soll einfach mal sich ein Brainstorm machen und bei vielen fehlt es da eben an der Vorstellungskraft, weil sie ihnen eben die Erfahrung fehlt, weil wir das ja schon so oft gemacht haben mit unzähligen Firmen. Ja, eben hier auch bitte die Strategie-Session unbedingt buchen, dann können wir das gemeinsam erarbeiten. Aber einfach mal schauen, okay, in zwei, drei Jahren, in einem Jahr, ein bisschen kurz, aber zwei, drei Jahren, wie konkret soll denn mein Unternehmen aussehen? Wie konkret sieht so mal das Portfolio aus bei mir? Wie konkret sieht meine Customer Base aus? Was wäre mein Idealzustand? Was wäre mein Traumzustand? Hier einfach mal sich wirklich Gedanken drüber machen und dann von dem optimalen, jetzt aktuell angesehenen, optimalen Zustand in der Zukunft, zwei, drei Jahre, eben dann reverse-engineeren. Was muss ich denn dafür tun? Sukzessive Rückwärtsarbeiten bis zum heutigen Gegenwart, bis zur heutigen Gegenwart, bis zum heutigen Zeitpunkt. Und so und nur so kannst du realistisch dir einen Plan erstellen. Und wenn du dann diesen realistischen Plan hast, also mit Erwartungswerten, die auch tatsächlich basieren auf Erfahrungswerten, die aus der Praxis kommen, und wenn dir die noch fehlen, dann bitte eben jemanden wie mich kontaktieren. Ja? Auch mit dieser Basis kannst du dann sozusagen auch ein Budget planen. Also du hast zuerst den Plan, wo willst du hin, wo bist du, wo willst du hin,
Also der Plan, wie soll dein Unternehmen in 2-3 Jahren aussehen, ganz konkret, so konkret wie irgendwie möglich. Und wenn du das eben alles hast, reverse engineeren und dann, wenn du jetzt bei der Ist-Situation angelangt bist, dann kannst du sagen, okay, jetzt brauche ich einen Budgetplan. Hier auch wieder am besten Hilfe suchen, die das schon öfter mal gemacht haben, die einfach auch Ahnung haben, was muss ich für Budget, für was ausgeben und so weiter, um da eben hinzukommen. Und wie gesagt, mach diesen Plan 1, 2, 3 Jahre in die Zukunft. Nicht nur ein paar Wochen oder Monate, das bringt überhaupt gar nichts. Ja, das ist ja auch so eine komische Welle über diese ganzen Mainstream-Anbieter, ja, Coaching und Consulting und so weiter, die sagen, in 8 Wochen bist du das, in 12 Wochen bist du das. Das ist eine richtig coole Marketing-Line. Das funktioniert richtig gut, hier möglichst viele Leute und Konsenten reinzuziehen in dein Programm. Ja, aber ein vernünftiges Business, mein Lieber, ja, verlangt einen Forecast, einen Plan, der über 12, 24 Monate geht, insbesondere im B2B. Ja? Also wir reden hier nicht über irgendwie Fitnesscoaches oder sowas, sondern wir reden hier über echtes Geschäft, ja? Wo es um sowas geht wie Softwareentwicklung, ja? Wo es teilweise längere Saleszyklen gibt, wo einfach gewisse Timeframes nötig sind, um überhaupt vernünftig Geschäft machen zu können, überhaupt vernünftig Geschäft aufbauen zu können, ja, um dir einen Namen zu machen, Brand und so weiter. Ja, bis dann mal ein Projekt abgeschlossen ist, dauert es ja schon eine ganze Weile, bis du dann mal ein vernünftiges Standing hast, um überhaupt eine vernünftige Referenz einzuholen, mit der du dann wiederum arbeiten kannst, um wieder weitere Kunden zu gewinnen. Ja, allein dieser ganze Zyklus dauert ja schon viele, viele Monate, vielleicht sogar mehr als ein Jahr. Ja? Und wenn ich mich noch zurückerinnere, bei manchen dieser Coaching-Programme zum Beispiel, da wurde mir... Also es ist ja so, wenn man sich in so einem Coaching-Programm dann anmeldet, bewirbt, ja, und dann gibt es ja diese Setter-Closer-Calls bei allen, egal wen, also ich nenne ich hier keinen besonderen einzelnen Coaching-Programm, sondern das ist bei allen so, flächendeckend. Und dann wurde mir, das ist schon jetzt 4, 5 Jahre her, wo ich mich da mal angemeldet habe, so zur Gaudi, und dann wurde mir quasi im Setter-Call, also mit so einer Dame, na, die war bestimmt total kompetent, ja. Die hat mir dann gefragt, ich glaube, die dritte Frage, die sie mir gestellt hat in diesem Setter-Call, wo ich mich für dieses Coaching-Programm beworben habe, für Freelancer und so weiter, die dritte Frage, die sie mir gestellt hat, ob ich auch bereit wäre, ein Testimonial abzugeben. Also das wollte sie, glaube ich, sogar als Teil des Vertrags machen. Und da habe ich gesagt, hallo, ich habe noch keine einzige Stunde von eurem Programm konsumiert. Ich habe noch nicht mal unterzeichnet, ich habe mich noch nicht mal entschieden. Wir sind noch nicht mal im Closer Call. Ja, also das war Teil des Skripts des Setters, also quasi des Erstkontakts für einen potenziellen Neukunden. Da war im Skript drin gestanden die Frage, wäre ich bereit, eine Referenz abzugeben? Das ist einfach total Banane, weil das ist einfach... Das sind in sich geschlossene, teilweise tendenziell Schneeballsysteme. Ja? Und die machen ihren Ding und die sind dann super erfolgreich und reich und dann ist es pyramidal. Und dann sind halt da ein paar Leute auf der Spitze, die halt Porsche fahren und so weiter. Okay. Aber und dann sukzessive auch ein paar drunter, ist klar. Die, unten die breite Masse kann gar nicht erfolgreich sein, weil es eben pyramidale Systeme sind. Ja? Also, ich sage bewusst pyramidal. Und letztendlich... Um wieder auf den Punkt zurückzukommen, du brauchst gewisse Timeframes. Und warum habe ich jetzt, ich lade das auf YouTube hoch und ich erzähle diese ganzen Geschichten nicht, um hier Bashing oder irgendwas zu betreiben. Ja, ganz im Gegenteil, mir ist es relativ egal, ich gönne jedem seinen Erfolg, egal wie er da hinkommt. Ja, letztendlich ist jeder für sich selber verantwortlich und auch ich übernehme immer Verantwortung für all meine Entscheidungen. Und wenn mir einer irgendwas gut verkauft hat, ja, dann war das eben so. Aber letztendlich nenne ich das hier ganz bewusst aus dem Grund, wenn du wirklich ein echtes, Anführungsstriche, ja, echtes, was ist ein echtes, ja, also ein traditionelles, ein echtes Business aufbauen möchtest. Softwareentwicklerbude, typisches Beispiel, ja, meine Kunden. Da musst du gewisse Timeframes mitbringen, ja. Und viele, besonders die Jungen, ja, 20-Jährige, 25-Jährige, 30-Jährige, haben halt diesen ganzen, sagen wir mal, diesen ganzen Werbesalat im Kopf, ne? Egal wo du einfach auf YouTube unterwegs bist oder egal wo auf Social Media, Facebook, Instagram und so weiter oder TikTok mittlerweile,
Ja, hast halt dieses in 8 Wochen, in 10 Wochen, in 6 Wochen, in da, die, da, die, da. Und dann kommen sie zu mir und denken, ja, in 8 Wochen, in 6 Wochen, in 10 Wochen. Ja, also nochmal eine Kenngröße. Wenn du zum Beispiel in der IT-Branche beispielsweise, wir entscheiden uns, wir machen eine volle Analyse, wir entscheiden uns, wir machen LinkedIn-Ads. Für ganz bestimmte Bereiche macht das Sinn. Ich sage bewusst, wenn du jetzt ein Startup bist, ja, mit ein paar hundert Euro Werbebudget, macht das keinen Sinn. Ja, weil LinkedIn-Ads machen erst Sinn, wenn du 3.000, 5.000 Euro im Monat hast und das mal 3 Monate durchhältst, also sagen wir mal 15.000, nur zum Testen. Das bedeutet, da sagt da keiner, kein seriöser Anbieter sagt dir, nach 3 Monaten LinkedIn-Ads testen, garantiere ich dir XYZ. Das ist alles unseriös, weil das sich ständig im Wandel befindet. Das heißt, man muss individuell und du mit deiner Portfolio, mit deiner Dienstleistung, mit deinem Gesicht, mit deiner Appearance, mit der Wahrnehmung von dir in deinem speziellen, spezifischen Markt, ja, der kann sein, irgendeine besondere Programmiersprache, die du kannst, der kann sein, irgendeine besondere Herstellersoftware. Du hast dich spezialisiert auf Software, zum Beispiel CRM, Salesforce, HubSpot oder SAP oder Adobe CMS oder Oracle Databases oder individuelle AI-Softwareentwicklung, Java, ja, ist wieder was völlig anderes wie die anderen Themen, die ich gerade gesagt habe. Oder du bist Individualsoftwareentwicklung, Ruby on Rails oder nur Frontend. Das ist ja wieder was völlig anderes als wie Java, glaub's mir. Ja? Also ist eine ganz andere Masse an Leuten da draußen, die Java im Einsatz haben, als wie Ruby on Rails oder Angular mittlerweile. Angular ist steil auf die Decke gegangen. Ja, Ruby on Rails und andere Sprachen sind leicht abgesunken, in Anführungsstrichen. Ja, und also man muss da wirklich ganz tief reingehen in die Analyse und wirklich fundiert machen. Und für viele ist es halt überhaupt außer Frage, einfach mal 15.000 in LinkedIn zu versenken, nur um ein paar Daten zu gewinnen. Ja, und LinkedIn ist halt immer ziemlich teuer. Ja. Also ist nur mal so ein Beispiel. Ja. Also häufig machen dann eben Google Ads mehr Sinn. Ja. Oder andere Sachen. Also das heißt, oder einfach mal telefonieren. Ja, einfach mal 2, 3 Leute hinsetzen, die gut telefonieren können. Aber das auch 1, 2, 3 Monate mal durchziehen. Ja. Auch diese ganzen Themen, Artificial Intelligence, hier noch ein Wort dazu. Künstliche Intelligenz und so weiter. Oh, wir sind schon bei 7 Minuten sitzen. Ich muss das Video aufteilen. Also dieses ganze Thema künstliche Intelligenz. Wir haben de facto aktuell ganz viele Helferlines. Die basieren aber alle auf da, also die funktionieren teilweise besser, manchmal weniger gut, aber sie basieren alle auf dem einen Prinzip der massiven Datenanreicherung. Das heißt, desto größer der Datenpool, unfassbare Mengen ChatGPT, unfassbare Mengen von Daten, auf die zugegriffen werden, daraus ergibt sich eben die Qualität, wo dieses Artificial Intelligence dir bei helfen kann. Genauso ist es auch bei Google oder irgendwo anders oder egal was du machst, grundsätzlich im Marketingvertrieb. Wenn du nur so wenige Daten hast, kannst du darauf keine wirklichen guten Entscheidungen treffen, weil die Qualität der Daten, aber auch die Masse. Und das ist ganz besonders bei diesen ganzen Online-Marketing-Geschichten eben der Fall. Weil ich es immer wieder sehe, okay, ich habe ein Budget für Google Ads, für dies, für das, für jenes. Und es ist super, man kann da wirklich gut mitarbeiten. LinkedIn ist halt nochmal ein Stück obendrauf. Ja? Also dann brauchst du halt einfach nochmal doppelt so viel, um letztendlich die gleiche Menge der Daten zu generieren, um dann letztendlich überhaupt eine Basis zu haben, irgendwelche Entscheidungen treffen zu können. Vielleicht sogar 2 bis 3 Mal so viel. Okay, und Google, by the way, wenn du nicht wirklich aufpasst, kann dir das auch passieren. Also da bitte auch einen Experten holen. Hol dir bei mir einfach mal einen kostenlosen Termin. Ich meine, wenn du sowieso Probleme hast, sonst würdest du das Video jetzt bis jetzt nicht geguckt haben, ja, in der Neukundengewinnung, Positionierung oder Skalierung deines IT-Businesses, dann, glaube ich, lohnen sich auch 30 Minuten, sich mal mit mir persönlich unterhalten zu können, zu tun. Ja? Weil, was kann schon schiefgehen? Ja, 30 Minuten, was ist das schon? Und im Vergleich zu den Problemen, die du vielleicht damit lösen könntest. Also wir sehen uns im Call. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao, happy hunting.